Ja, hier findet heute die zweite Mülltonnen-Weltmeisterschaft statt, hier in Hermeskeil. Und auf die Idee sind wir gekommen, auf dem Nürburgring, bei Rock am Ring. Da hat eine Tonne gelegen, da hat sich einer draufgelegt, ging er runter. Und das haben wir ja in Rennen umgesetzt und machen heute die WM hier in Hermeskeil. Mannfall für Florian Spahr, Stand Nummer 7. Sehr sportlich die Kurve genommen. Wirklich sehr, sehr sportlich. Da fliegt das hoch. Alle 1 Start. Und halt eben, dann kommt es auf die Technik an. Wenig Kontakt mit den Füßen und dem Asphalt und wenig Kontakt mit der Tonne und mit dem Boden. Dass nur die zwei Reifen laufen, dass man Gleichgewicht hält und am besten so klein wie möglich sich auf der Tonne macht. 48 Jahre ist der nächste Fahrer und er schmeißt sich die Spitzenreiter doch etwas die Blöße gegeben. Aber wir haben hier noch einen. Weltmeister 2012 Norman Schäfer. Weltmeisterteam, bitte nach vorne. Teamwertung, und zwar drei Mann konnten sich zusammen.